Unsere Ergebnisse können einen Beitrag zur Entwicklung in der Weiterbildungspraxis leisten. Sie zeigen aber auch, wie verschiedene Generationen miteinander digitale Medien entdecken können. Im Anschluss an das Projekt werden verschiedene Entwicklungen für die Praxis denkbar. Zum Beispiel werden die Ergebnisse über Vorträge und Workshops an Weiterbildnerinnen und Weiterbildner weitergegeben. In Anschlussprojekten könnten wir auch Einrichtungen konkret beraten oder Handreichungen für die Erwachsenenbildung entwickeln. So würden möglichst viele Erwachsene motiviert und ermutigt, sich auf generationenübergreifende Dialoge über digitale Medien einzulassen. Wir hoffen damit auch einen Beitrag zur Verständigung der Generationen und zum Abbau von Altersstereotypen zu leisten.